Genau, wir machen weiter mit einer neuen Folge. Wir haben jetzt hier noch einen weiteren Durchgang weiter nach Westen geschaffen. Auch wenn das mehr ein Zufall war. Ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, jetzt haben die da vorne wieder ihren Spaß, auch wenn ich nicht so wirklich weiß, warum die kämpfen. Außer die Sachen für den Dornrücken. Vorrat. Die Dornrücken, die da sind, die gehören nicht zu denen. Gut. Aber diesmal können die gerne ihren Spaß haben. Wir gehen zurück nach Rheinklang. Ja, die können da noch ein bisschen rumspielen. Ich gehe weiter. Okay, da ist auch was am Brennen. Na gut. Ah, komm. Ein Jägerkiller. Naja. Ich gehe einfach weiter. Hallo hier. Ich habe von einem vermissten Soldaten aus Flutspitze gehört. Ein Tieflanddorf an der Westküste. Es gibt zu wenig Marschälle, um sich der Sache anzunehmen. Würdest du das machen? Ich sehe es mir an, wenn ich wieder dort bin. Das ist interessant. Wir hatten jetzt in letzter Zeit einige, die uns einfach so über den Fokus kontaktiert haben, um uns Quests zu geben, sag ich mal. Okay. Oh, es sind sogar drei Quests, die wir hier noch haben. Ja. Aber ich würde erstmal ganz gerne das mit zumachen. Sei auf deinen Reisen vorsichtig, Fremde. Dieses Land ist sicher. Wir sind vorsichtig. So ist zurück? Aloy, du hast es geschafft. Hi. Alle Landgötter sind aktualisiert. Senden wir jetzt das Neustartsignal. Was bedeutet das? Ein Neuanfang. Gaia sagte, das würde passieren. Mit allen. Do, Ti, So und dem Rest. Sie nannte es Neustartsequenz. Doch ich wusste nicht, dass sie so schön ist. Bald bestellen die Landgötter wieder die Felder, wie früher. So, der Chor will dich sprechen. Ja, natürlich. Soll ich mitkommen? Nicht nötig. Ich sage Ihnen, dass unser Land bald wieder erblühen wird. Was sollen Sie schon sagen? Reden wir später. Dann sage ich dir, wie es war. Viel Glück. Ah.
Okay, das ist schon sehr cool. Ja. Oh, da hinten auch. Jetzt sollte es gut. Reinklang wird dir immer Schutz bieten, Aloy. Das Land blüht in den Schritten der. Die Landgötter. Oh, da hinten auch. Ich muss schon sagen, das ist schon sehr, sehr cool. Mit dem Segen des Liedes der Landgötter. Möge der Wind dich tragen. Okay, wenn wir gerade schon in Reinklang sind, würde ich tatsächlich sagen, das ist wahrscheinlich, ja, das ist die Hauptquest, die er uns anzeigt. Die würde ich aber gerne später weitermachen wollen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die 3 Quests. Also wir nehmen die zumindest an und dann gucken wir uns mal an, wo die uns hier so schön hinschicken. Und hier auf jeden Fall auch noch hin. Hab doch schon einiges an Material verbraten. Und ich habe gerade gesehen, wir haben 12 Skillpunkte. Boah, das ist der Hammer. Das ist so viel. Okay, Rauchbomben, das haben wir. Und noch mehr Rauchbomben. Dann Maschinenschaden. Überbrückte Maschinen verursachen mehr Schaden. Spaltender Stachel. Berittene Verteidigung. Maschinenelement. Nochmal das. Vielleicht kommt es ja nochmal. Berittene Bogenschützen. Ah, da haben wir jetzt das. Was ist das? Kettenfeuer. Ja. Ich weiß nicht. Der Skill irgendwie. Ich finde es blöd, wenn zu viele Stachel verbraucht werden, weil die sind doch schon recht, ich sag mal so, teuer. So, Maschinenschaden. Bei dem anderen. Hier haben wir ja, glaube ich, fast alles soweit. Außer das für die Waffen, die ich halt aktiv so nicht benutze. Oder allgemein, wenn ich den Skill halt doof fand. Das ist das noch mit dem Essen. Nehmen wir das noch mit. Und ich würde sagen, dann fangen wir langsam hier mal an. Noch ein bisschen reinzuskillen. Ab und zu benutze ich das ja dann doch schon. Feuergeschoss. Achso, das ist der Kriegsbogen. Wuchtangriff. Resonatoraufladung. Was haben wir hier? Nehmen wir das mal mit. Wir benutzen noch. Was ist das? Kritische Verstärkung. Okay, das ist eigentlich, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Resonatorstöße, mehr Schaden. Triff erst einen Gegner mit deinem Nahkampfangriff, um mit deinem Speer Energie aufzubauen. Wenn er vollständig aufgeladen ist, tipp dann R2 an, um dein Ziel zu egenitisieren. Wechsle anschließend zu einem Bogen und schieße auf das energisierte. Okay. Ja, ich weiß ja nicht. Resonatoraufladung. Verursacht mir Schaden. Gedrückt halten für den Wuchtangriff. Meh. Das ist irgendwie alles so. Meh. Aber das liegt halt daran, dass ich. Ja, gut, ich benutze zwischendurch den Speer, ja. Aber auch nur, weil ich hoffe, dass ich halt einen kritischen Treffer machen kann. Aber manchmal funktioniert das nicht. Ja, lassen wir es erstmal dabei. Dein Auge ist so scharf wie deine Pfeile. Ich hab.
mal suchen. Lass gut sein. Ah! Oh, das wird eine Narbe geben. Ja. Ich möchte anmerken, ich habe nicht X gedrückt, sie ist alleine dran gesprungen. Sie hat geholfen, die Maschinen bei der Abspannung. Gute Jagd, Fremde. Was immer du brauchst. Schön, dich wiederzusehen. Also sagenhaft, wie viel Heilung wir mittlerweile brauchen, um wirklich die Leiste voll zu machen. Ich glaube, wir hatten eben voll. Komm, wir machen nochmal. Mutig. So. Dann können wir doch mal gucken. Hast du etwas Neues für mich? Oder für uns, sagen wir es so. Nein, hast du nicht. Okay. Gut. War hier nicht auch irgendwo eine Färberin? Ja, hier. Genau. Hallo. Hallo du. Kannst du? Redest du mit mir? Ja, danke. Weil ich weiß nämlich nicht, hatten wir uns das schon in einer anderen Farbe angeguckt? Okay, da gefällt mir die Farbe aber mehr, muss ich sagen. Die ist auch nicht schlecht. Außerraumförsterin Nora? Die hatte ich mir außerhalb von den Folgen, hatte ich mir die mal geholt. Oh Gott, Pink. Naja, wer es mag. Haben wir hier eine noch andere schöne Farbe? Ich glaube, die Farben hatten wir uns tatsächlich schon mal angeguckt. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass ich die nicht so toll fand. Ja. Die sehen alle irgendwie cool aus. Haben alle irgendwie was. Ich weiß noch nicht. Bei der Rüstung war ich letztens noch am überlegen, ob ich die eventuell auflevel. Nicht persönlich, sie ist eine Fremde. Denk an mich, wenn du Rüstung oder richtigen Material kann ich die Farben. Hey! Bitte! Noch einmal so. Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais. Sie sollte dem Chor beitreten. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen Sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Du hast Landgöttin Rey geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Okay, das heißt, sie ist schon tot und wir müssen jetzt einfach nur nach ihrer Samentasche suchen. Warum sollte Calais dem Chor beitreten? Der Chor entscheidet selbst. Aber das Volk entscheidet mit. So fiel die Wahl auf sie. Calais forderte mit der Zeit zunehmend neue Ideen anstelle alter Traditionen und erntete Zuspruch dafür. Wir müssen uns der Dissonanz stellen, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist. Ihr nahmt Calais also auf, um dieses Lauffeuer zumindest einzudämmen? Die Fremde versteht aber schnell. Ich kann dich hören. Ich stehe direkt neben dir. Dieser Entdeckungsritus. Was genau ist das? Eine Pilgerfahrt zum Sporn an den Ort, von dem aus der erste Utaru Reinklang sah.
Calais sollte dem Weg unserer Ahnen folgen, ihre Augen färben und dann auf das Land schauen und ihr Lied spielen. Dann hätte sie ihr Mal am Sporn hinterlassen und so zu all jenen gehört, die vor ihr kamen. Früher machte jedes neue Chormitglied die Reise. Aber nach der Störung ließ man von dem Brauch ab. Niemand trat mehr diese gefährliche Reise an. Warum dann Calais? Wir rieten ihr alle davon ab. Aber wie auch sonst, ignorierte sie unsere Warnung. Sie meinte, es würde ihre Ansicht stärken. Sie musste beweisen, dass sie die alten Sitten respektierte, obwohl sie dagegen sprach. Dann würden mehr auf sie hören. Wie war Calais politisch eingestellt? Radikal. Ihr hättet euch gut verstanden. Reinklang starb. Aber Calais sagte, wir müssen nicht auch sterben. Der Wind trägt den Samen in ferne Lande. Sie schlug vor, dass die Utaru Reinklang verlassen und fortziehen. Dieses Land gehört zu uns. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln, auch wenn ein Feuer naht. Ihr seid keine Bäume. Das spielt keine Rolle. Ah. Ich kann Calais Ansicht kann ich verstehen. Weil, gut, jetzt haben wir den Landgöttern geholfen, jetzt wird es dem Boden eh wieder besser gehen, die werden Ernte kriegen und alles pipapo. Aber, Calais trug eine Samentasche bei sich? Das tut jeder Utaru. Wir wählen in jungen Jahren Samen aus den Pflanzen der Ahnen oder anderer wichtiger Personen. Und nach dem Tod kehren die Samen in das Land zurück, das uns nährte, damit neues Leben sprießen kann. Und deshalb will ich Calais Tasche. Ihre Samen sollen in Reinklang wachsen. Der Fluss trägt die Samen zu neuem Boden, wo sie sprießen und blühen werden. Aber in der Fremde. Mehr Hoffnung bleibt uns nicht. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Okay, der eine sagt so, die anderen sagen so. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch am Leben ist oder nicht. Aber ich denke mal, das werden wir herausfinden. Sie auf dem Waldboden. Was ist hier los? Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Ich entschuldige mich. Sie war mal freundlicher, doch Trauer nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Trauer? So und du brachten uns die Landgötter zurück. Doch die Probleme aus unserer Zeit der Not bleiben. Als die Ernte ausblieb, schickten wir Jäger ins Altholz, den Wald im Norden, um Fleisch zu holen. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Ein Krallenschreiter. Und glaubt man, dem einzigen Überlebenden war er tödlicher als alle zuvor. Ich habe dich da oben gesehen, als ich vor dem Chor gesprochen habe. Ja, verzeih mir, dass ich dir nicht besser helfen konnte. Und vor allem so. Viele Utaru denken, dass wir über der Politik stehen, aber das ist falsch. Ich bin oft nicht einig mit Fane, doch ich muss häufig mit ihm zusammenarbeiten. Also wolltest du ihn nicht verärgern? Jedenfalls nicht so öffentlich. Nein. Ich hoffe, du verdenkst mir das nicht. Schnee von gestern. Am Ende hat's ja geklappt. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer, Wen, überlebte und schaffte es zurück nach Reinklang. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut, wenn sie sich aus dem Wald wagt, ist niemand mehr sicher. Eine Sache noch. Jeder Utaru trägt eine kleine Samentasche, von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis. Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ich tue, was ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald.
Bevor ich ins Altholz gehe, sollte ich zum Überlebenden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. Wir werden es schaffen. Da ist der Überlebende der Jagdgesellschaft. Wenn? Ich bin wegen der Maschine hier, im Altholz. Du bist hinter dem Monster her? Ich versuche es. Kann ich dir ein paar Fragen zu ihm stellen? Ich sag dir, was ich weiß. Oje, der Arme. Was ist passiert? Erzähl mir alles. Wir waren zu fünft. Auf der Jagd nach Wildschweinen für den Stamm. Genau wie schon einige Dutzend Male zuvor. Maschinen kamen uns in die Quere, wie immer, wenn wir im Altholz sind. Und wie immer haben wir sie beseitigt. Doch diesmal, als wir fertig waren, hörten wir ein Brüllen. Hey, ruhig. Von den Bäumen kam ein Blitz aus Klauen und Schweif. Er schlug direkt durch Cole und Ree und Zan und griff mich an, traf meine Schulter. Da war Blut. Dann traf sie ein Pfeil in den Hals. Mein Freund Lau hat sie abgelenkt. Er rief und schrie, dann griff sie ihn an. Er verschwand in den Bäumen und sie verfolgte ihn. Zuletzt hörte ich ihn schreien, dass ich rennen soll. Also tat ich das. Ich war schon fast in Reinklang, als ich merkte, was ich getan habe. Ich ließ Lau sterben. Kannst du mir irgendetwas über die Maschine sagen, das mir helfen kann? Sie sah wie ein Krallenschreiter aus. Aber sie war stärker. Viel stärker. Sonst noch was? Der Panzer war dunkler und leuchtete seltsam lila. Danke. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Echt, ich nicht. Ich muss jetzt weiter. Dagegen willst du nicht kämpfen? Glaub mir. Ich weiß, was ich tue. Wenn das stimmt, dann reiß sie bitte in Stücke. Lau ist tot. Mein bester Freund. Das wissen wir noch nicht hundertprozentig. Altholz. Oh. Ich glaube, die werden wir ein bisschen auseinanderrupfen. Die ist Level 15, die Quest. Nun gut. Als ob sie uns wissen lassen wollten, dass alles gut. Und die Quest nehmen wir auch noch an. Das klingt schön. Es ist falsch. Aloy, du hast in den Clanlanden ja mächtig Eindruck hinterlassen. Den Wüstenclan vor sich selbst geschützt. Kommandant Tecote aus dem Versteck gejagt. Den Hain gegen Regala verteidigt. Das war ich nicht allein. So bescheiden, eine wahre Kriegerin. Stimmt etwas nicht? Nein. Ja. Es gibt da dieses Lied. Ich habe es selbst komponiert, aber es ist hoffnungslos. Es klingt einfach nicht, wie es soll. Wie kommst du darauf? Damals in den Clanlanden baute der Himmelsclan Instrumente, die in den Himmel und über die Berge schalten. Mit Langbeinhälsen wurde ein metallischer Klang erzeugt. So wurde zwischen Dörfern kommuniziert. Dieser Klang und der Klang der Utaru würden zusammen eine nie gehörte Melodie ergeben. Aber ich werde so bald wohl keine Langbeine jagen. Versuch's doch erst nochmal beim Metallweber. Vielleicht hat der was Neues für dich. Ja. Dieses Lied bedeutet ihm viel, nicht wahr? Oh ja. Und deshalb hole ich ihm dieses Maschinenteil. Als Überraschung. Die Utaru sagen, das sind die besten Geschenke. Gibt es hier denn Langbeine? Zufällig treibt sich gerade eins bei den Dörfern im Südwesten herum. Du würdest ganz Reinklang einen Gefallen tun, wenn du es erledigst. Interessiert? Vielleicht. Vielleicht. Seit wann machen Tenakt überhaupt Geschenke? Als ich hierher kam, waren manche Tage für mich schwieriger als andere. Aber schließlich habe ich mich eingelebt und ich möchte gern, dass Cory das auch gelingt. Zum Glück hat er dich.
Ja, erinnert ihr euch? Das ist schon ein bisschen her, als wir auf die beiden gestoßen sind. Erzähl mir mehr über das Langbein. Ein scheußliches Exemplar. Sieht ungewöhnlich aus. Verdorben, wie die Gegend hier früher war. Es schützt eine Gruppe von Maschinen, die einen Außenposten im Südwesten überrannt haben. Sein Schrei ist leicht zu verfolgen. Doch wenn es uns entdeckt, ruft es schneller Verstärkung, als du zielen kannst. Wenn man aber alle Maschinen vernichtet, hat Reinklang ein Problem weniger und Cory kann seine Melodie spielen. Alle gewinnen. Klingt gut. Wenn ich dorthin komme, helfe ich dir gern. Ich danke dir. Ich werde im Südwesten nach einer Spur suchen. Oh Mann. Okay, Musik in voller Blüte. Oh, stimmt. Wir haben ja noch die eine Quest, wo wir Blumen sammeln sollten. Die können wir noch abgeben. Da musste man nämlich auch noch Reinklang. Okay. Was meinst du, was mit der östlichen Schüssel los ist? Was glaubst du? Da kann er. Lager hingeschluckt wurde? Bleib auf dem Gehweg! Fremde, was kann ich für dich tun? Du bist der Kräuterkenner, oder? Bist du Nilo? Nein, Nilo war vor meiner Zeit. Ich glaube, er ist nach Norden gegangen, nach Flusslied. Warum? Brauchst du eine bestimmte Salbe? Nein, aber jemand anders auf eine Art. Danke, ich versuch's in Flusslied. Dort ist ein Heim, eine Gedenkstätte, eine schöne Grünanlage. Wenn er dort ist, pflegt er sie bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen. Schau dir meine Waren an. Da werfen wir doch mal einen Blick drauf. Doch so viel. Gut. Nein. 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 Meine Güte. Haben wir es denn bald? So, dann sind wir wieder bei 3000. Ich hoffe, du findest den Flusslied, wonach du suchst. Flusslied. Wo war nochmal Flusslied? Ganz kurz gucken. Das war Fahrlicht. Brennspeer war da oben. Genau, das ist Brennspeer. Das ist das. Flutspitze. Das müsste das Dornmarsch. Arena, Gedenkhain. Steinfall, Bollwerk. War das das hier? Da war. Ich weiß es nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Ich hab keinen Plan. Okay, Quest. Der Sporn. Genau, das ist das mit Kayla. Und wir machen das mit dem Altholz. Ich will mir den Krallenschreiter angucken. Der macht mir nämlich. Der macht mich nämlich neugierig. Mögest du durch volle Felder wandern, meine Freundin. Nicht.
Flusslied, Flusslied. Weißt du, wie lange es schon keinen Tributetausch mehr gegeben hat? Ziemlich lange, würde ich sagen. Jax war wohl einer der Letzten. Das ist noch ein Fragezeichen. Kommt, wir gehen mal zum Fragezeichen. Noch eine Cyclops-Drohne. Ich brauche ihre Daten für eine Verbindung zur Kuppel an der Basis. Okay. Scheint jetzt auch nicht so, wobei wir haben da Stürmer, 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 noch mehr Stürmer und Stürmer. Okay. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Na, das ist ja schön, dass da jetzt ein paar Dings sind. Komm schon, komm schon! Au! Ey! Ey! Was habt ihr denn jetzt hier? Oh, jetzt wollen die auch noch mitspielen. Aber irgendwas ist hier noch. Mal ganz kurz Munition. Okay, jetzt ist aber auch mal vorbei hier. Oh, jetzt kommen die Stürmer wieder. Ist klar. da hinten ist noch was. Spitzenplünderer. So, mal kurz gucken. Überwachungsdrohne reinklagen. Da auf die Ecke muss ich. Ja.
Oh. Hallo. Mit dir habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Oh, schon. Meine Güte. Hier ist ganz schön was. Weiterziehen. Ich ja. Muss nur ruhig bleiben. Moment, müssen wir erstmal nochmal mitnehmen. Boah, schweres Geschütz. Ich müsste da drüben, glaube ich. Ist hier dann noch was? Nee. Sieht tatsächlich nicht danach aus. So, Zünder. Kamera. Ist die Drohne da? Okay, die haben da unten schon ihren Spaß. Ab nach unten. Die Drohne ist unten. Ich sollte mir die Daten holen. Das war ganz kurz. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Okay, jetzt sind die beiden Fragezeichen auf jeden Fall weg. Hier ist auch noch eins. Aber ich würde sagen, das holen wir uns wann anders. Ich würde mir jetzt... Ja. Keiner gesehen. Warum konnte ich bei dem jetzt keinen stillen Schlag machen? Kann mir das einer sagen? Ich wollte den eigentlich nur einfach umnieten. Mehr nicht. Ich wollte mich jetzt nicht ewig damit aufhalten. Schlagt Alarm! Helft ihnen da drüben! Ich krieg die aus der Distanz. In was bin ich denn jetzt schon wieder reingeraten? Hier, guck mal. Da, nimm den. Nicht mich. Du kannst nicht immer Glück haben. Sie ist... Bin ich da? Bin ich da? Au! Hey, sag mal! Oh, jetzt, was bleib ich denn jetzt hier hängen? Was passiert hier gerade? Was passiert da? Du denkst wirklich, du könntest entkommen? Ich hab sie! Was passiert hier? Und was war das? Ich bin irritiert. Spitzenplünderer. Noch ein Spitzenplünderer. Ich weiß nicht, in was ich hier reingeraten bin und... Ja. Die können ja da noch ein bisschen ihren Spaß haben. Den würde ich aber hier schon ganz gerne noch looten. Ansonsten habe ich gehört, wir sind beschäftigt und haben was zu tun. Oh, verdammt, meine Stachel. Hab nicht mehr so viel.
wird man ja gleich da sein. Was ist denn das für ein leuchtendes grünes Licht? Das muss das Altholz sein. Shale sagte, dass die Jäger hier angegriffen wurden. Der beste Ort, um nach den Samentaschen der Jäger zu suchen. Ist hier nicht nochmal... Warte mal. Normalerweise ist hier doch ein Krallenschreitergebiet. Ja, da sind normalerweise Krallenschreiter. Zwei Stück, soweit ich weiß. Ein Vorrat schadet nie. Auf der Lichtung ist ein toter Utaru. Das muss einer der Jäger sein. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich die Samentasche holen kann. Maschine, die Jäger tötet. Tödlicher als normale Maschinen. So, der ist noch beschäftigt. In der Zwischenzeit hole ich mir mal hier die Teile. Ich hoffe, der ist auch noch ein bisschen beschäftigt. Okay, ich muss die Samentasche des Jägers einsammeln. Hab die Tasche, aber wo sind die anderen Jäger? Und der Krallenschreiter, der sie angegriffen hat? Ich sollte mit dem Fokus nach Spuren suchen. Da, Krallenschreiterspuren. Sie sind wohl den anderen Jägern tief in den Wald gefolgt. Ist natürlich wieder beste Uhrzeit. Der Krallenschreiter hat sie wohl gefunden. Ja, die sind auch ein bisschen schneller. Okay, hab die Samentasche. Ich folge besser weiter den Krallenschreiterspuren. Der dritte Jäger. Ich sollte mir die Samentasche holen. Der Krallenschreiter hat ihn erledigt. Zumindest habe ich jetzt seine Samentasche. Ich muss diese Maschine aufhalten. Ich sollte nach Spuren scannen. Da hinten steht schon was. Wer weiß, ob das... Gut, drei Jäger. Sollte noch einer da sein.
Den hat wohl der Krallenschreiter verfolgt. Ach, da hinten. Ja, komisch, dass die Spur auf einmal aufhört. Das ist natürlich irgendwelche Überreste. Aber natürlich schön, dass man sowas dann natürlich auch mitten in der Nacht macht. Klebrig. Wie Baumharz. Oh nein. Das ist eher nicht vom Krallenschreiter. Vielleicht von einer Waffe? Ja, es gibt so komische Klebesachen. Aber da hatte ich, glaube ich, bis jetzt, oder beziehungsweise wir hatten bis jetzt, glaube ich, nur eine einzige Maschine, die das gemacht hat. Sieht aus, als sei der Krallenschreiter den Felsen hoch. Eine Verfolgungsjagd mit Lau. Mehr Überreste. Hier ist wohl eine Kralle stecken geblieben. Hat sie aufgehalten. Und der Jäger rannte weiter. Okay. Oh, jetzt geht's auch noch in eine dunkle Höhle. Na, herrlich. Oder auch nicht. Feuer macht dir nicht viel Schaden. Himmelsglatter. Hier enden die Krallenschreiterspuren. Vom letzten Jäger ebenfalls nicht zu sehen. Aber ich wette, ich weiß, warum diese Maschinen vor dem Spalt in der Klippe stehen. Ich sollte sie zuerst erledigen. Okay, das war falsch. Den wollte ich haben. Sind das normale? Ja, das sind normale. Dann eine Idee. Aber ich weiß noch nicht, ob das... Das ist nicht gut. Okay. Ich würde ganz gerne einen überbrücken. Aber dafür müsste ich erstmal die Gelegenheit bekommen.
Sorry, aber irgendwann ist die Überbrückung halt vorbei und... Die interessierten sich für den Riss im Felsen. Sollte ich mir ansehen. Wie es scheint, war Lao recht einfallsreich. Irgendwann ist die Überbrückung halt vorbei und dann ist er eh wieder gegen mich. Skin-Einheit. Cool. Noch eine schöne Sache. Sie sind weg. Eine Rettung war nicht zu erwarten. Danke, Fremde. Ich suche den Krallenschreiter. Wo ist er hin? Du jagst ihn? Hab schon größere bekämpft. Wer bist du? Bleib hier. Ich werde versuchen, seine Spur zu finden. Ich sag Bescheid, wenn... Er ist auch. Lass mich das übernehmen. Ich kann ihn für dich aufhalten. Bleib zurück und warte, bis ich schieße. Pass auf die Krallen auf. Spucken also auch Jägerkiller aus. Ein Spitzenkrallenschreiter. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen. Los! Ich gebe dir Deckung! Oh Mist, das war... Oh, das war der falsche. Aua. Kann ich... Ja, jetzt habe ich den richtigen. Okay. Okay. Das war's. Ah, gut, ich fand den jetzt nicht so schlimm, aber gut, ich bin auch schon Level 41 und die Quest ist ab Level 15. Ich würde sagen, wir hatten schon schwierigere Sachen. Du hast das Ding tatsächlich erledigt. Ja. Du bist Lao, oder? Ben denkt, er hat dich sterben lassen. Er hat's geschafft. Ich war besorgt um ihn. Du hast ihn gerettet, indem du den Krallenschreiter weggelockt hast. Und er mich, indem er dich geschickt hat. Also sind wir quitt. Ich freue mich auf sein Gesicht, wenn er erfährt, dass ich noch lebe. Geh ruhig zurück. Und danke für die Hilfe. Das Verlangsamen hat geholfen. Hier bitte, nimm das. Ich kann für mich noch eine herstellen. Aber hoffentlich nicht nach dem hier. Vorerst nicht. Noch ein Jäger kann nach Hause. Jetzt muss ich nur noch Shael die Samentaschen zurückbringen. Eine Munition, die Klebeaufbau verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Triff schnelle Gegner mit Klebstoff, um den Verlangsamt-Status aufzubauen. Sobald dieser Status aktiv ist, wird die Bewegung der Gegner verlangsamt, sodass sie leichter anvisieren, anzuvisieren und zu verfolgen sind. Ja, die brauche ich, glaube ich, nicht mehr so, weil die ist, ja, nee, ist cool. So, das war's diesmal für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüssi.